Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von South Park, The Stick of Truth. Hier im Dungeon, den Eingeweiden von Mr. Sklave. Wir haben in der letzten Folge den Geist von Sir Lemmywings befreit, der hier auch hineingestopft wurde. Hier sehen wir sein Skelett und hier sind überall Atombomben. Ich weiß nicht, wie viele die in dem reingeschoben haben oder er sich selbst, man weiß es nicht. Hey, ist das Carmen's Mom's? Was? We can't get by, there's too much shit here. Alter. Können wir jetzt... Wie kommen wir jetzt hier hin? Wir müssen den Schalter betätigen, aber wie? Im wahrsten Sinne ist hier too much shit. Ich sehe hier oben eine Sonde. Warum geht das nicht? Um Gottes Willen, hat er sich so einen riesen Dildo da reingejagt. So, wie kommen wir jetzt da hin? Ich müsste... Das ist doch so gedacht, sicherlich, dass man hier... Okay. Erstmal freischießen, oder? Nein. Muss ich hier einen... Ich will hier drauf auf dieses Podest. Wie komme ich denn da hin? Probieren wir einfach mal hier es rütteln zu lassen. Mit Nagasaki. Ja. Sick, dude. Den 13er. So, der hat ja mehrere Billardkugeln. Also diese... Das, was der sich da als rein gönnt, das ist ja Wahnsinn. Kein Kommentar mehr dazu. Jawohl. Und aber ich habe schon eine Ahnung, wo sich dieses Gerät jetzt hinbohrt. Jesus Christ! Tja, da muss jetzt durch, Mr. Slave. Eigentlich sollte das so ein Vergnügen sein. Nee, oder? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? What are they doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Also ihr müsst euch, bevor es hier weitergeht, ich mache kurz Pause. Ihr müsst euch nicht wundern, der Froschkönig und Sir Lemmywings ist aus einer Folge, die auch in einem Darm eines Protagonisten spielt. Falls ihr das nicht wisst, deswegen sage ich euch das jetzt. So, kann man hier irgendwas machen? Sieht nicht so aus, ne? Engaging hostile! Oh, das wird ein harter Kampf, glaube ich. Oh, Jesus, not again. Ja, not again. Okay, die haben ganz viel Armor. Armor! Und ganz viel Rüssi. Wir hauen uns einen Stärketank rein. Stunnen sie. Mit dem Aufstampfen. Sehr schön, dann sind sie betäubt. Und darf er hier die Todesmarkierung verpassen. Sehr schön. Und einmal draufhauen. Macht nur einen Schaden, ist klar. Wir haben ja noch eine Beschwörung am Start. Wollen wir die mal nutzen? Wie stehen wir? Hostile is taking a sweet time. So it's a standoff.
Probieren wir es mal ohne. Sauber. Boah, der sieht schon richtig fertig aus. Machen wir jetzt nochmal bei ihm. Red Rocket! Medic! Red Rocket! Sehr schön, dann haben wir den. Boah, die schießen tatsächlich einfach. Das sind solche Mistsäue. Entschuldigt den Ausdruck, aber es sind wirklich die richtigen Schurken hier. Hostile is taking a sweet time. Ein Nachttrank. Nom, nom, nom. Sehr schön. Tja, mein Freund. Viel Spaß damit. Das gefällt mir. Oh nein, ich habe geschlafen. Er hat immer noch so viel Rüstung. Dann müssen wir ihn noch umrennen. Ich finde das ja so genial, wie es aussieht mit diesem Krabbenkostüm. So cold! So cold! Oh my god, we killed the enemy! Jawohl, wir haben es geschafft. Auch wieder eine ziemlich starke Verzauberung dabei. Jetzt bin ich gespannt, ob wir bald ankommen. Was ist das? Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the Stomach's Cove. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katatafish riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. So. Das hier ist der Magen, oder? Eieiei. Jetzt die Frage, wer kann das entschärfen? Das Lachen im Hintergrund ist super. Der kann es nicht. Wer kann denn gut rätseln? Bestimmt Kyle. See that handicap sign? You need a bar. Ah, natürlich. Da hätte ich ja drauf kommen können, tatsächlich. Das Behindertenzeichen, das Handicap-Zeichen. Your word is the command, my lord. This calls for a little bardic access. Jawohl. Super gemacht, Jimmy. Und da können wir was aufsprengen hier. Aber jetzt machen wir erstmal. Snook abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Oh, 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 oh. Every critter holds ja. It dear. Every ah. Animal big or small. Christmas means so much to us all. Hold. So dangerous. Abortion, abortion access slit dilated. Sehr initiate schön. Control chip removal. It's once a year at Christmas time. About how Christmas only comes once a year. Wrong chip, ow. Ja, wrong chip? Ist das genial? Und? Oh nein! Das hat mir schon in der Abtreibungsklinik viele Schwierigkeiten gemacht. Jetzt sehen wir wieder den Abspann. Kann man den nicht? Doch, den kann man überspringen. Ich bin einfach mal nun mal kein Abtreibungsspezialist, es tut mir leid. Aber das schaffen wir in der Folge noch, hoffe ich. Your word is the command, my lord. Your word is my command, my lord. Was hier alles im in Gedärmen des Mr. Slaves rumliegt.
Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen This calls for a little bardic access. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich speichere das jetzt mal ab. So. Okay, man kann nicht weiter vorne speichern. Das ist blöd. Dann versuchen wir unser Glück nochmal. Snook Abortion Sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Ist ja, das ist auch ein echt übles Wortspiel, ne? Da gibt's doch Snooki bei Jersey Shore in USA. So einer Reality. Eine total gestörten Reality-Show. Und ich glaube, das ist so ein Right-Meet auf dieses Snook Abortion, ja? Sehr schön, wir zwischen. Cold. So, danger. Abortion access. Abortion access slit dilated. Initiate control chip removal. Wrong chip. Ow. Also ich raff's gerade wirklich nicht. Das hat mir schon letztes Mal so ein bisschen den, den Nerv geraubt. Denn, das ist nicht, also meiner Meinung nach nicht genau ersichtlich, was man hier machen soll. Also das war auch das letzte Mal irgendwie komisch. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht. Beim fünften Mal hat's dann geklappt. Da müssen wir jetzt leider durch. Zusammen. This calls for a little bardic access. Man kann natürlich leider hier auch nicht so abspeichern, dass man gleich weitermachen kann. Ich habe dann rechts gedrückt und dann steht aber nicht mehr links drücken oder so. Snook Abortion Sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Gut, den Spritzer, den kriegt man jetzt hin. So, call danger. Abortion access slit dilated. Initiate control chip removal. It's once a year, wrong chip, and it happens once a year, it's once a year at Christmas time. When not that, I needed that. Ah, yeah. Comes once a year. Halte die Maus gedrückt, um einen Kontrollchip einzusaugen. What? Okay, man darf sie auch nicht... Boah, es ist... Okay, schwierig. Aber es buggt auch ein bisschen rum, ne? Da läuft noch die Musik. Also man darf sich auch nicht ewig Zeit lassen. Sehr schön. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. This calls for a little bardic access. So. Snook Abortion Sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Once a year, every critter holds cold. So danger. Abortion access slit dilated. Initiate control chip removal. So much to us all. It's wrong chip, self-destruction sequence aborted. Sehr schön. Yes, wir haben es geschafft. Das war eine ganz schöne Geburt. What is it, Mr. Slick? What are you feeling? Jesus! Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Yes, but should we ever need your services again, we will call. Great job. Disarm the snook.
South Park is saved! Yes. Now let's finish this, new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the Stick of Truth! Du hast neue Gegenstände bekommen. Drücke ihm zu sehen, was du bekommen hast. Krone der Analfreuden. Okay, was kann die? Nur diejenigen, die in den Arsch eines Schwulen gereist sind, haben das Recht, die Krone der Analfreuden zu tragen. Super toll. Kondomkappe. Was kann denn die hier? Die ist gut in der Abwehr. Valkyren. Ah, wir wollten das Valkyren-Set auch noch ausprobieren, aber wir bleiben jetzt mal beim Krabbenhelm. Wir bleiben beim Krabbenhelm. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich speichere jetzt nochmal ab. Auf jeden Fall. Was geht's hier ab? It was very brave, what you did in that man's butthole. It'll all be totally worth it when we get the stick back. If you want to go take a shower and come back, we'll wait. You're a better man than I, new kid. You're a better man than I, new kid. Wrong way, dude. Clyde's over here. Clyde, ach, da geht's rein. Was kann ich zu ihm If sagen? If you ever want to go back in, just ask. Ach, wenn ich wieder rein möchte. Okay, eigentlich will ich nicht rein, aber wir wollen da rein, zu Clyde. Zum bösen Herrscher. Oh, da ist schon sein Thron. Schaut mal hier im Hintergrund die Schlacht, wie sie wütet. Wie sie tobt. Fools! You thought you could conquer the Fortress of Darkness! Clyde, back away from that stuff! Oh, but I have yet to complete my army. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde! You have no idea what that stuff is! Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde! It's toxic goo from another galaxy! Think about it! Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Haha! I don't seem so foolish now, do I? Nein. That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck! Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Haha! I've got another surprise for you. Oh nein. Oh nein. Oh nein. I'm gonna make love to you, woman. Ah! Get him, Commander Douchebag! Let's all make sweet love. Hell. Oh nein, der Chefkoch. It's all the chocolate balls. Oh, der ist natürlich total schwach hier, Jimmy. I get extra turns. Wir nehmen auf jeden Fall Tempotrank. 500 Rüstung. Was hat er noch? Chef, okay. Schönen Tag! Er ist nicht gestunt, das ist schon mal sehr schlecht. Wir müssen ihn halt mit allem voll tackern, was wir haben. Ach du Liebe! So. Wir spielen mal den Power Chord. Watch and be amazed. Ach nein. Okay, doch, das passt. Und jetzt wollen wir den Brown Note spielen. Das war ein unglaublicher Fehler. Jawohl! Ich hätte ihn heilen sollen, ich Idiot. Nein. Schönen Tag. Geht das Schlaflied? Wählen wir es aus. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what is with the audience? Okay. Sehr schön, sehr schön.
So, wir können ihm jetzt erstmal einen kleinen Gesundheitstrank hier rüberreichen. Sehr schön. Und, ja, wie dieser spannende Kampf ausgeht, ob wir Chefkoch besiegen können und ihn befreien können, jawohl! den Nazi-Chefkoch, und ob wir Clyde besiegen können oder zur Vernunft bringen, das erfahren wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder drückt den Abonnier-Button. Bis dann, ciao.